zum Oktoberbeginn erhöht werden. Gustav Knuth gestorben. Der in Braunschweig geborene Schauspieler starb am Sonntag im Alter von 85 Jahren in Küstennacht bei Zürich. Nach Angaben der Familie ist Knuth nach langer, schwerer Krankheit sanft entschlafen. Das Wetter? Weiterhin meist leicht bewölkt, Tiefstwerte minus 10 bis minus 15 Grad, an der See minus 5 bis minus 10 Grad. Morgen meist sonnig und dunstig. Höchsttemperaturen bei plus 2 Grad, im Oberharz plus 5. Schwacher, tagsüber böiger Südostwind. Das waren die Nachrichten mit Kassian von Salomon, 20 Uhr und 5 Minuten. Radio FFN 4. Am Mikrofon, Jörg-Christian Petershofen. Und es gibt was, das wissen nur Phil Collins und ich. Thank you.
don't mean much to me. I've been out on my own, gonna go alone now, cause that's the way it's got to be. Everybody tells me how I can beat the odds for now. I've been standing by the fire, I just can't feel the heat, can't feel the heat. Heartbeat, I'm looking for a heartbeat. Heartbeat, I'm looking for a heartbeat, beating like mine. Look at me, it's easy to see, you think you know just how I feel. Yeah, but you do me wrong, and it won't take you long, for my restless heart will heal. I'm looking for a love, love like mine. They tell me it's so hard to find. Well, I can feel it in the rhythm, the heartbeat in the Herzschlag ist der Takt. Don Johnson und Heartbeat. Und was haben die Hauptdarsteller der amerikanischen Fernsehserie Miami Vice und des amerikanischen Kinofilms American Gigolo oder zu Deutsch Ein Mann für gewisse Stunden gemeinsam? Ihre tierischen Klamotten.
1971, Black Sabbath und Paranoid. 20.20 Uhr, 20 Minuten nach 18, vor halb 9, Radio FFN. Die Traumfabrik hat Geburtstag, die Traumfabrik des amerikanischen Kinos Hollywood. Für viele sicherlich eine Traumfabrik, Beginn einer Weltkarriere, aber auch der Anfang von Tragödien, Alkohol- und Tablettensucht, Depressionen und Massenscheidungen. Aber wenn Hollywood 100 Jahre alt wird, spricht man sowieso nur von den Glanzzeiten des Stadtteils von Los Angeles. Und die genaue Geschichte Hollywoods kennen selbst viele Angelinos nicht, und das sind immerhin die Bewohner von Los Angeles. Peter Trunk blickt auf ein Jahrhundert Filmstadt zurück. Alles begann am 1. Februar 1887, also gestern vor ganz genau 100 Jahren. Dies bestätigt eine Eintragung in den Grundbüchern der damals noch sehr kleinen Stadt Los Angeles. Harvey Wilcox, ein Grundstücksmakler aus Kansas, hatte sich 40 Hektar Land für $18,000 gekauft, um dort eine Farm zu betreiben. Harveys Frau, Daida Wilcox, benannte die Ranch nach dem Sommerhaus eines Freundes an der Ostküste, nämlich Hollywood, was zu Deutsch Stechpalmenwald heißt. Harveys Geschäft blühte und er ließ eine große Reklametafel auf den Hügel stellen. Da er Land verkaufte, stand auf der Tafel Hollywood Land. Eine Legende war geboren. In den folgenden Jahren zog es immer mehr Filmproduzenten, die bis dahin im regenreichen New York gearbeitet hatten, ins fast immer sonnige Südkalifornien. Sonnenlicht war für die Filmindustrie damals überlebenswichtig. Die meisten der Studios siedelten sich im Nordwesten von Los Angeles an, gleich unterhalb der Hollywood Ranch. Das Reklameschild wurde schnell zum Wahrzeichen des Stadtteils und der Filmindustrie. Die Ranch besteht schon lange nicht mehr und das Schild wurde, nachdem von Hollywoodland auf Hollywood gekürzt, bereits mehrmals erneuert. Der Stadtteil selbst erlebte seine große Zeit in den 30er, 40er und 50er Jahren. Danach platzten viele Studios aus ihren Nähten und suchten nach mehr Raum in anderen Stadtteilen, wie zum Beispiel Burbank. Einige gründeten sogar ihre eigenen Stadtteile, wie Century City und Universal City. Die Stars zogen von Hollywood weg in vornehmere Gegenden wie Malibu, Bel Air und Beverly Hills. Der einst so glorreiche Stadtteil begann zu verfallen. Doch dann besannen sich die Angelinos, denen die ganze Welt vorwarf, keine Kultur zu haben, und retteten, was noch zu retten war. Der Walk of Fame entstand, der Weg des Ruhmes. Einige Kilometer Bürgersteig wurden mit schwarzem und rosa Terrazzo gepflastert und mit insgesamt 2500 bronzenen Sternen versehen, von denen bisher 1800 Stars aus dem Showbusiness gewidmet wurden. Jedes Mal, wenn ein solcher Stern einem Star gewidmet wird, gibt es eine große Feier. Gestern am Geburtstag von Hollywood gedachte die Stadt eines verstorbenen Stars. Natalie Wood bekam ihren Stern. Ihr Mann Robert Wagner, Freunde und Familie waren auch dabei. Anschließend gab es im vornehmen Roosevelt Hotel eine Party, die sich sehen lassen konnte. Es wurde ein großer Glaskasten, der die Funktion einer Zeitkapsel haben wird, enthüllt. Darin sind typische Hollywood-Utensilien der vergangenen 100 Jahre, wie zum Beispiel eine Kopie des Films Wings, der erste Oscar-Preisträger war. James Stewart las einen Grußbrief von Präsident Reagan vor, der ebenfalls in die Kapsel ging. Und schließlich bekam Bob Hope einen Ehren-Oscar, auch für die Kapsel. Es kamen mehr als 1000 Gäste, denen kiloweise Hummer und Austern serviert wurde, dazu feinster Champagner im Überfluss. Doch dies ist nur ein Teil der Feiern, die durchs ganze Jahr geplant sind. Es werden Filmpremieren im klassischen Stil mit viel Licht und rotem Teppich geboten. Es wird auf den Straßen getanzt werden, ein 100-Jahr-Tennisturnier ist angesagt. 100 Stars werden bei einem Dinner zu Gast sein und 100 Musiker werden in der Open-Air-Arena Hollywood Bowl spielen, wenn Bob Hope und seine Frau Dolores als Hollywood-Bürger des Jahrhunderts geehrt werden. Peter Trunk aus Hollywood für Radio FFN. Yeah.
20.31 Uhr, eine Minute nach 8:30 Radio FFN Verkehrsservice. A1 Osnabrück, Bremen, Hamburg. Zwischen Uphusen und dem Bremer Kreuz in Fahrtrichtung Hamburg sind nach einem Verkehrsunfall beide Fahrspuren gesperrt worden. Es hat sich ein Stau aufgebaut. Der Verkehr wird über die Standspur geführt. Der niedersächsische Umweltminister gibt bekannt, im Gebiet Braunschweig-Wolfenbüttel hält die austauscharme Wetterlage an, wobei sehr hohe Luftschadstoffkonzentrationen festgestellt werden. Deshalb wird die zweite Alarmstufe nach der Smog-Verordnung bekannt gegeben. Hiermit gelten ab sofort die in der Smog-Verordnung festgelegten Betriebsverbote und Betriebsbeschränkungen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, alles zu unterlassen, was zu einer weiteren Belastung der Luft beiträgt. Personen, die an Herz- und Kreislauferkrankungen oder an Erkrankungen der Atemwege leiden, wird dringend geraten, sich nicht im Freien aufzuhalten. Ein Fahrverbot ist mit der Bekanntgabe der zweiten Alarmstufe nicht verbunden. Die für das Gebiet Peine-Ilse bekanntgegebene Vorwarnstufe besteht weiterhin. Thank you.
komme mir vor wie auf dem Bazar, wenn ich die Musik höre, ja. So Cold the Night. Die Communards. 6 Minuten nach 8:30 ist's. Sie hören? Radio FFN, Typenkabinett. Also in Düsseldorf ist heute vom Landgericht ein 41-jähriger Kaufmann verknackt worden, und zwar zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung. Der hat so Wundermittel gegen Haarausfall verkauft und andere wirkungslose Präparate und hat damit natürlich ganz ordentlich gegen das Heilmittelwerbegesetz verstoßen. Da hat er zum Beispiel in Frauenzeitschriften und Heftromanen mit Anzeigen geworben wie Dank Doppelhaar, endlich doppelt so viele Haare, minutenschnell in 10 Minuten verdoppelt, von Starfriseur Marcello mit einer goldenen Schere ausgezeichnet. Das Schlankheitspräparat Cellaform Forte bezeichnete er als sichersten, schnellsten Sofortwirkstoff gegen alle Figurprobleme unserer Zeit. Für Frauen jeder Alters- und Gewichtsklasse, schon nach 5 Minuten zeigen sich Fettaugen auf dem Wasser, lösen sich alle Figurenprobleme in nichts auf. Na, dann noch so ein Ding gehabt, bei der Einnahme der Pille Zella plus 100 versprach er mit 100%iger Garantie eine totale Hautverjüngung, die die Anwender nach nur einer Behandlung um 5 Jahre jünger machen. Oh,
Radio. FFN. Radio FFN präsentiert Europe mit ihrem einzigen Konzert in Norddeutschland am 5. Februar 1987. Um 20 Uhr in der Eilenriede-Halle in Hannover. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Der Countdown läuft. Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, and you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia, and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." Up his case and he said, "I'll start this show," and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow, and he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss, and then a band of demons joined in and it sounded something like this. When the devil finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, there's your dog back, no child, no." The devil bowed his head because he knew that he'd been beat, and he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, "Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been." He played, "Fire on the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. The chicken in the bread pan, a picking out dough. Granny, where you don't fight, no child, no."
Naja, das ist doch das Einzige, was uns denn noch dann so bleibt, an den Sommer zu denken, Eddie Cochran und Summertime Blues. Und was gibt es morgen um diese Zeit zwischen 20 und 22 Uhr bei Radio FFN? Bloß die Finger weg davon. Ich denke mir auch nicht nur an Drogen in Form von Heroin oder sonstiges, sondern ich meine damit auch genauso Tabletten oder Alkohol oder so. Ne? Weil man sich wirklich alles selber dadurch kaputt macht auf. Ne? Man schmeißt alles weg. Sich selber, Leute, die einen irgendwo auch mal gern gehabt haben, Freunde. Man macht sich also nicht nur kaputt, sondern auch andere mit drüber. Ne? Und das ist diese scheiß Drogen nicht wert. Radio FFN 4 Extra zum Thema Drogen. Ein Blick in die Szene. Rauschgiftfahnder im Einsatz. 18 Jahre süchtig, ein Abhängiger erzählt. Wer kann helfen, bevor es zu spät ist? Morgen von 20 bis 22 Uhr in Radio FFN 4 Extra. Always picking on me.